Nicht, dass ich nicht gern Klavier gespielt habe, aber ich habe so gemerkt, ich bin das eigentlich gar nicht. Ausschließlich Pianistin, das geht bei mir eigentlich nicht. Dann durfte ich eben einen wunderbaren Studiengang studieren, den es eigentlich gar nicht gab. Den haben die tatsächlich für mich so eingeführt. Ja, es ist nicht leicht für so ein junges Ding wie dich, so ein Lied zu singen. Aber wir arbeiten da mal dran. Und dann ging eine wunderschöne Beziehung los bis zu ihrem Tod. So eine Fledermausproduktion, wenn ich mit dem Michael Quast alle Rollen zu zweit darstelle, singe, spiele, spreche, das ist natürlich technisch sehr anspruchsvoll. The Vocal Vortex. Dein Podcast zur Welt der Stimme. Mit Alison Rippier und Markus Busch.